Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hab da schon den Hänger abgeladen, ein bisschen was vom Autotransporter. Und ich habe gerade einen Volvo mit dem Kippel hergestellt. Da ist gleich mein Stativ, weil ich noch ganz richtiges habe für mein Handy. Und da ist halt die Absperrung, dass die Autos, wenn sie da kommen, da durchfahren, da oben und daher. Das ist natürlich auch abgesperrt. Da steht noch der Stapler, da ist ein Achtungs-Baustellenschild und da ist die Feuerwehr, die muss noch abspielen. So, was kann ich, wo ich euch jetzt am besten hinstelle? Ich glaube, stelle euch vielleicht da her, dass ich euch beim Bau ein bisschen was erklären kann, was man dabei aufpassen muss. Man muss auf nichts aufpassen. Man muss aufpassen beim Bau, dass man erstens mal genug Materialien hat. Auf das muss man aufpassen, weil sonst geht gar nichts. Und man muss auch drauf schauen, was das gelingt am Boden. Und auf was man nur drauf schauen muss, ist, dass man nicht nur die richtigen Materialien hat, sondern dann auch, dass man vielleicht Beton oder irgendwas hat, was man brauchen könnte. Das braucht man auch. Und man braucht natürlich Mitarbeiter. Ich habe viele Mitarbeiter, gell? Das wisst ihr. Jo. Das wird jetzt sozusagen für mich ein XXL-Video. Was kann ich denn, was es dann wird? Ich habe jetzt einen Schnitt. Bisschen kürzer, so langsam eher meistens mitten. Ich muss schauen, dass man das nicht schief hat, sondern gerade. Sieht man das? Was hab ich eigentlich vor? Ich hab ein bisschen zu wie mit dem McLaren. So, nicht, dass ich euch umstoße. Hallo. Ja, auf das muss man nur achten. Muss er achten, dass der Grund nicht einsinkt oder so. Wer ein paar Luten kennt, der weiß es sicher eh. Der hat sich ein Haus gekauft. Also das, was abgerissen worden ist. Und jetzt wird es erst wieder eins gebaut. Weil das alte erst zwei schimmelig war und das andere. Ja. Und da war halt der Boden nicht so richtig für den Bau. Das ist natürlich blöd, weil man dann auch nicht weiß, wo man das bauen soll, wenn man einen Grund schon hat. Ja, jetzt sind so alle im Podcast auch geredet, über das, dass er einen Bagger eine Lichtleitung durchgebrochen hat. Ja. Letztens, wo die Oma, nein, das war nicht mit der Oma, sondern mit der Oma, das war glaube ich in der letzten Folge, das war auch kein Haupt, also glaube ich in der 8. Folge, was jetzt noch drin ist, ich habe keine Ahnung, in der Oma, hat er davon gelabert, dass, dass der Architekt in Urlaub ist. Das sind erstens vielleicht auch nicht so gut ist. Meine Knie sind noch so vom Weg. Ja. Ist auch nicht so gut. Ja. Eigentlich habe ich eh nicht mehr dazu sein Labern. Darum ist eigentlich eh nicht so viel gemacht, wenn der Architekt in Urlaub war. Apropos Architekt, in Minecraft, Mr. Steini, der Freund von mir, und der Luki, ein Freund von mir, und der Bella, ein Freund von mir, Luki ist eine große Villa abreißen, weil die viel zu groß ist. Für das braucht man so eine Genehmigung, also was ich halt machen will, in der mehr. Und die Genehmigung kriegt man nicht so einfach, da muss man viel Emeralds zahlen.
wenn man die Genehmigung kriegt. Erstens das und zweitens, man braucht dann auch, muss ja dann ein Grundstück, also ein Dings aussuchen, weil auch nicht das direkt vor meiner Burg haben will, dass da mit direkt so eine große weiße Villa ausstrahlt, was ausschaut wie ein Parkhaus. Bin ich deppert oder was? Wart's kurz. Wir sehen sie dort dann wieder, wann ich fertig bin. Kurzer Zwischenstand. Das haben wir miteinander gebaut. Da ist eine Personenunterführung mit einer Ausstellung. Und das ist so, weil da dann so Rampen herkommen, die was dann so drauf liegen. Und da kommen die Rampen runter. Seid ihr da im Parkplatz bauen, wo dann das Rohr reinkommt, das seht ihr da nicht. Kleiner. Wir gehen einen Kaplatz aus, jetzt fahren wir schnell mit dem Stapler. Das ist das auch mal seht ihr, wo ich mit dem hinfahre. Ich fahre da um. Bleib da stehen. Hol mir da halt die Kaplas aus. Was es gibt jetzt zwei Hände. Besser als mit einer. Gehen wir dann da drauf. Halt so, dass auf jeden Dings immer 8 drauf sind. 6 bin ich dabei. Zack, zack. Und jetzt noch. Und dann fahren wir wieder um mich. Fahren einer und lohnen die auf. Und das machen wir jetzt sehr oft. So, mein Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich habe das Rohr jetzt, ich habe den Hänger entleert. Das Rohr haben wir jetzt so hin, dass wir da immer abwechselnd dran. Jetzt gleich sehen. Dann wird sie gleich aufheben. Seht ihr da? Ich werde jetzt gleich einen Gap wieder machen, weil das da oben da wird und das große will ich einfach da einhängen und auch oben da. Ich habe den Rohr natürlich da oben da müssen. Ne? Genug Baumaterial ist da, dass ich jetzt da den Dings herbauen kann. 3x3 Parkplatz. So schaut es dabei aus. Und wer sich wundert, wie ich das baue, ich mache nicht das und das und das und das oder das und das und das einzeln. Ich mache die Reihe. Die da. Zusammen und die auch zusammen. Jetzt kommt das eine. Betonmischer ist auch am Start. So. Und zack. Und. So richtig. Jupp. So, man rennt einfach Beton aus. Zack, zack, zack. Am Schluss 3 wieder rein. Und lassen einfach dann da beim Abschleppen schnick. So, der Autotransporter ist leer. Den stelle ich dann da drunter. Da hinten noch, seht ihr das Gelbe, da stehe ich noch dazu, also bis gleich.